Frau Ministerin. Hallo und guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Danke, Frau Lenz. Es ist ein besonderer Tag heute, 1. Juli. Und wer gestern Abend noch spät vielleicht am Brandenburger Tor vorbei ist, hat gesehen, dass wir mit voller Stolz in Deutschland uns auch freuen, dass wir die Ratspräsidentschaft übernommen haben. Sie haben gesehen, dass die Fahnen gehisst worden sind. Und wir hatten heute auch unser gemeinsames Kabinett mittwochs regulär. Und da hat das natürlich auch eine Rolle gespielt. Deutschland hat seit heute den Vorsitz. Jetzt kann man sagen, na ja, was ist so das Besondere? Man musste seit 2007 warten, natürlich, weil man sich ablöst. Das ist das 13. Mal in der Geschichte der Europäischen Union für uns und das erste Mal seit 2007. Das ist eine große Verantwortung, sind aber auch große Herausforderungen. Wir sind in einer Zeit, wo viele Wünsche und formuliert werden, aber es auch massive Interdependenzen gibt und die Komplexitäten nicht weniger geworden sind. Und mein Dank gilt deshalb Kroatien, das den EU-Rat in den vergangenen 6 Monaten trotz der schwierigen Umstände der Corona-Krise auch souverän geleitet hat, geführt hat. Und deshalb war es mir auch wichtig, am Montag persönlich nach Zagreb, nach Kroatien zu reisen, wegen der Staffelübergabe. Ich weiß gar nicht, ob Sie die schon, ich nehme die mal gerade. Das war der Staffelstab quasi, den wir mit übergeben haben, hatten wir auch unseren Abstand von 1,5 Meter, ich weiß gar nicht, wie groß der Abstand ist. Also Sie haben gesehen, das war dann unser Staffelstab, den wir übernommen haben. Und meine Amtskollegin, die Maria Vukovic, sie hat Grundlagen gelegt, auf denen wir aufbauen und weiterhin Grundlagen bauen für die kommenden Ratspräsidentschaften, wie zum Beispiel Portugal. Und die Agrarpolitik, das möchte ich sagen, gehört zu den Ältesten, wirklich seit Beginn der Einigung Europas, zu den ältesten Bausteinen und zentralen Säulen. Jetzt mag man sagen, na ja, behauptet vielleicht jeder von sich, mir ist es sehr wichtig, das zu formulieren, weil es hat einen Grund, warum die Landwirtschaftspolitik sich auf supranationaler Ebene findet, warum auch das Agrarbudget so hoch ist. Würde man die Gesundheitsbudgets auf supranationale Ebene ziehen, dann würde das anders sicherlich aussehen. Aber daran muss man immer wieder erinnern, eine gemeinsame Agrarpolitik gab es lange vor der Einführung des Binnenmarktes und einer gemeinsamen Währung. Und schon in den römischen Verträgen, das war 1957, vor aller unser Geburtstag, wurde die gemeinsame Landwirtschaftspolitik beschlossen. Und 1962 trat sie in Kraft. Und wir blicken heute also auf 58 Jahre gemeinsame Agrarpolitik in Europa. Wir blicken darauf zurück und das ist natürlich eine Verantwortung für die Zukunft. Beieinander zu bleiben und eine gemeinsame Politik zu formulieren in dieser Sache. Der Agrarhaushalt, der macht 58,7 Milliarden Euro aus. Rund 36% des gesamten EU-Haushaltes. Das ist der größte Einzelposten im europäischen Budget. Und deshalb ist er auch so heiß umkämpft, das ist klar. Aber noch einmal, die Agrarpolitik ist in diesen entscheidenden Fragen eben auf der supranationalen Ebene geregelt. Der Grund ist leicht erklärt und wird doch oft vergessen. Es geht hier um nichts weniger als um die Ernährung von 450 Millionen Menschen allein in Europa. Und auch die Bedeutung der gemeinsamen Agrarpolitik für den Integrationsprozess Europas wird sehr häufig unterschätzt. Wieso Integrationsprozess? Weil Lieferketten, die über ein Land hinausgehen, weil nicht nur das Fachwissen, es gibt unglaublich viele Austausche innerhalb Europas aus der Branche der grünen Berufe. Wir haben Pflanzgut, wir haben Saatgut, wir haben Düngemittel, vielste unterschiedliche Kleinstaspekte, die in der Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft eine Rolle spielen, die über ganz Europa miteinander auch vernetzt sind. Und weil das so wichtig ist, tagen die EU-Agrarministerinnen und Agrarminister häufiger als die meisten aller anderen Kollegen in Brüssel oder dann eben in Luxemburg. Wir tagen so häufig wie die Finanz- und Außenminister. Also in dieser Reihe Finanzaußenminister und die Landwirtschaftsminister sind ständige Gäste in Brüssel, auch in einer Nicht-Präsidentschaft. Wie alle Politikfelder ändert sich natürlich die Agrarpolitik und hat sich auch massiv geändert. Ansprüche der Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich verändert.
Umwelt- und Klimaschutz werden wichtiger und die Strategien werden natürlich mehr. Und ich nenne Ihnen Schlagworte. Der Green Deal oder Farm to Fork, also von, ja, vom Stall oder vom Acker auf den Tisch. Das ist die Strategie. Dann die Biodiversitätsstrategie, die neue Ausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik. All das, diese Vorstellung von Umwelt, Klimaschutz, von Tierwohl, von Ernährungssicherung, all das muss miteinander verzahnt werden und auch die Finanzierung. Denn am Ende sind es unsere Landwirtinnen und Landwirte, die immer strengere Anforderungen erfüllen müssen. Es gibt, was das angeht, innerhalb der europäischen Agrarpolitik immer nur einen Weg. Es wird für unsere Landwirte komplexer und strenger. Und vor uns liegen jetzt spannende, arbeitsreiche 6 Monate, die auch unter dem Eindruck der Corona-Krise stehen. Und gerne möchte ich Ihnen, freue mich, dass Sie da sind, unter Corona-Besetzung Ihnen auch die wichtigsten Ziele vorstellen, damit Sie eine Vorstellung haben, was ist leistbar in 6 Monaten, was ist die Pflichtaufgabe und was ist die Kür. Die Corona-Krise und ihre Folgen ist für die gesamte Bundesregierung mit in den Mittelpunkt gerückt, was es auch heißt für den Zusammenhalt innerhalb Europas. Und wir müssen aus den Erfahrungen die richtigen Schlüsse ziehen. Sie kennen ja dieses Schlagwort Lessons Learned. Und damit Europa und die europäische Ernährungs- und Landwirtschaft für kommende Krisen gut gewappnet sind, ist es so wichtig, die Schwachstellen, die wir jetzt erlebt haben, im Übrigen auch wenn es um Lieferketten ging, auch wenn es darum ging, dass einseitig zum Beispiel Grenzen geschlossen worden sind. Das hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Ernährungswirtschaft auch. Und deshalb sagen wir, das müssen wir verbessern. Das, was wir jetzt an Schwachstellen gelernt haben, die müssen wir quasi, da müssen wir uns wappnen für das Nächste, was hoffentlich nicht so schnell kommt. Die Lebensmittelversorgung in Europa war, und das will ich klar sagen, auch in der Krise gesichert. Durch eine sehr enge Zusammenarbeit, auch von uns Agrar- und Ernährungsministern, durch eine enge Zusammenarbeit mit anderen Ressorts auch. Das heißt, nur mal ein Beispiel, dass dort, wo die Grenzen geschlossen waren, es aber Fastlanes gab für Lebensmitteltransporte und verderbliche Güter. Doch kurzzeitige Lücken in den Regalen, die haben vielen Menschen vor Augen, den Wert vor Augen geführt, den eine selbstverständliche Versorgung hat. Und die Wertschätzung für heimische Lebensmittel, für regionale Lebensmittel, für unsere Landwirte, das ist gestiegen und das freut mich sehr. Wir hören das auch aus anderen europäischen Ländern. Es war immer klar, unsere Landwirte und Fischer konnten sich auf die Unterstützung der Politik verlassen. In Deutschland war das sehr klar. Und auf Corona-Hilfen zum Beispiel, da haben wir auch sehr schnell dafür gesorgt, dass die Landwirtschaft auch in Soforthilfeprogrammen kommt. Wir haben, die landwirtschaftliche Rentenbank hat ein Programm aufgelegt. Wir haben sie im, natürlich auch im Konjunkturpaket vorgesehen. Und oder sei es bei der Gewinnung von Saisonarbeitskräften, sicherlich unter höheren Auflagen. Das war nicht einfach für die Landwirte, aber es war für unser aller Ernährungssicherung wichtig. Und die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Krisenresilienz aber ausbaufähig ist. Also wir müssen schauen, wo ein System krisenanfällig ist. Lieferketten habe ich gesagt, wir brauchen die Freizügigkeit von Arbeitskräften. Beides wollen und müssen wir stärken. Und die EU und der gemeinsame Binnenmarkt haben ja Europa groß gemacht. Und es wird uns nicht weiterbringen, wenn wir stattdessen als Lehrstunde uns am Ende vornehmen, mehr Konsumnationalismus, nur auf sich selbst zu achten. Das halte ich für einen Fehler, ist ein genussvoller Lokalpatriotismus auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind wir aufeinander angewiesen und sind nur gemeinsam stark. Welche Themen wollen wir jetzt voranbringen? Ich sage das eine Stichwort, Tierwohl. Wir müssen das Thema Tierwohl in Europa müssen wir nach vorne bringen, einen höheren Stellenwert einräumen. Und deshalb trete ich für ein einheitliches europäisches Tierwohlkennzeichen ein, das Verbrauchern an der Ladentheke die Entscheidung für mehr Tierwohl ermöglicht. Klar ist aber auch, Tierwohl, das kostet Geld. Und ebenso wie mehr ein Mehr an Umwelt und auch an Klimaschutz. Das wird natürlich dann auch teurer. Und Sie wissen, ich bin vorangegangen hier im Land und habe ein Tierwohlkennzeichen vorgelegt. Jetzt ist das Parlament gefragt, sich zu einigen, sich damit zu beschäftigen. Die Niederlande, Dänemark haben auch ein Tierwohlkennzeichen. Und es ist uns gelungen, im Vorfeld der EU-Ratspräsidentschaft
durch meine Gespräche, die ich mit jedem einzelnen Landwirtschaftsminister der Mitgliedstaaten hatte, das Thema Tierwohlkennzeichen auf die Tagesordnung zu setzen und die Zusage zu bekommen von Portugal, dass sie das Thema weiter bearbeiten. Denn es ist illusorisch, dass in einem halben Jahr ein fertiges Tierwohlkennzeichen angenommen worden ist von der gesamten Union mit allen Kriterien. Wir wissen, dass die Eierkennzeichnung, ich glaube, 10 Jahre gedauert hat. Aber noch vor 5 Jahren hätten wir das Thema Tierwohlkennzeichen überhaupt nicht auf die Tagesordnung bekommen, weil die Mitgliedstaaten mit etwas ganz anderem beschäftigt sind. Das ist ein guter Erfolg. Dann komme ich zum zweiten Punkt, das Thema Farm to Fork und Biodiversitätsstrategie. Ganz allgemein ist unsere Haltung klar als Deutschland. Wir sagen, dass die Umweltauflagen notwendig sind, dass es klare und einheitliche Standards braucht, die aber, und das ist ganz wichtig, für alle gelten müssen in der EU. Und wir brauchen ebenso eine Folgenabschätzung, zum Beispiel für die Farm-to-Fork-Strategie. Wir müssen auch immer die Implikationen, die wirtschaftlichen Folgen im Blick haben. Wenn wir auf der einen Seite gerne Ertragssicherung hätten, aber auf der anderen Seite von der Landwirtschaft verlangen, dass sie die Hälfte an Pflanzenschutzmitteln einspart, dann müssen wir aber auch Antworten dort geben, wo neue Schädlinge auftreten. Was das mit Ernten macht, das wissen wir, Stichwort Heuschreckenplagen auf anderen Kontinenten. Also insofern ist immer auch eine Folgenabschätzung wichtig. Das habe ich auch der Kommission mitgeteilt und sie hat selbst auch gesagt, ja, dass sie das auch für wichtig hält. Die Landwirtschaft darf nicht zerrieben werden zwischen Wirtschaftlichkeit auf der einen und Umweltschutz auf der anderen Seite. Beides gehört zusammen. Ohne Biodiversität werden wir keine Wirtschaftlichkeit haben in der Landwirtschaft. Aber ohne Landwirtschaft werden wir auch keine Biodiversität haben und keine Ernährungssicherung haben. Und neue Züchtungstechnologien und die Digitalisierung in der Landwirtschaft, die können helfen, diese Zielkonflikte zu lösen. Und wir sehen es ja auch in der Farm-to-Fork-Strategie, ist das auch adressiert. Wer regionale landwirtschaftliche Erzeugung erhalten will, darf eben nicht mit immer höheren Auflagen, ohne die auch zu honorieren, den Agrarstandort Europa kaputt machen. Blicken wir auf Mercosur. Wir alle wissen, dass dort unter ganz anderen Bedingungen Ackerfläche gerade gewonnen wird. Das kann nicht unser Ansinnen sein, in Stichwort Brasilien. Das kann nicht unser Ansinnen sein, dass wir dann Produkte importieren, die unter Standards produziert, erzeugt worden sind, die noch nicht mal annähernd die Messlatte haben, die wir an unsere Landwirte gelegt haben, die dann aufhören im Wettbewerb. Und deshalb ist diese Balance so wichtig, aber mit einem klaren Anspruch nach vorne zu gehen. Und was wir auch, da bin ich sehr dankbar für, dass uns das gelungen ist, was wir schon in die Farm-to-Fork-Strategie mit einbringen konnten, weil wir da Vorreiter sind, ist das Konzept, die Konzeption zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung, um Ressourcen zu schonen. Denn wir wissen, dass viele Lebensmittel weggeworfen werden, obwohl sie noch genießbar werden, aber dadurch auch Ressourcen verschwendet werden. Oder die erweiterte Nährwertkennzeichnung, auch die haben wir reinbekommen in die Farm-to-Fork-Strategie. Es gibt ein bisschen Widerstand sicherlich, Stichwort Nutri-Score, zum Beispiel bei Italien. Aber es ist klar, dass wir da gemeinsam mehr Orientierung für den Verbraucher brauchen. Lassen Sie mich drittens die GAP nennen. GAP, viele Leute haben lange Zeit gefragt, für was steht die Abkürzung. Mittlerweile ist, glaube ich, klar, GAP, die gemeinsame Agrarpolitik Europas. Unter diesen Bedingungen, die ich eben erwähnt habe, verhandeln wir die neue europäische Agrarpolitik. Die ist ein Systemwechsel, weil ich immer wieder höre von anderen, wir brauchen eine Agrarwende und kein weiter so. Ich habe manchmal den Eindruck, die Leute, die das immer und immer, immer wieder wiederholen, sind nicht auf dem aktuellen Stand der Diskussion der gemeinsamen Agrarpolitik. Die gehen noch von Förderkulissen aus, die überhaupt nicht mehr aktuell sind, beziehungsweise sich gar nicht in den Diskussionsunterlagen und Grundlagen befinden. Es wird eine Neuausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik geben. Es wird mehr Umwelt, mehr Klimaschutz und mehr Tierwohlstandards, Auflagen geben. Es wird in der ersten Säule, in der Säule, wo es um Direktzahlungen geht, keine Zahlungen mehr geben, ohne dass es Konditionierungen gibt, also Anforderungen gibt. Das sind Punkte, die eine Rolle spielen, aber ganz wichtig ist, dass wir einen angemessenen Agrarhaushalt haben. Denn wenn wir immer stärker addieren, was alles verlangt wird von den Landwirten
Im Übrigen, dass sie Flächen auf stilllegen, also darauf gar kein Geld mehr verdienen können, indem sie Ernten einfahren, dann müssen wir für deren Umweltleistung natürlich auch Geld bereitstellen und zur Verfügung stellen. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Agrarhaushalt, dass der grundsätzlich der Haushalt, das Budget sehr schnell, sehr bald auch verabschiedet wird. Die Landwirte brauchen eine Entscheidung und wir brauchen als Entscheidungsgrundlage natürlich auch das Budget. Das ist die Voraussetzung. Und jetzt sind wir viertens, ich mache die Großpunkte, das kriegen Sie mit. Die Themen, die wir ansprechen werden in der Kür, sind, wie ich vorhin sagte, Tierwohl, ist die Lebensmittelkennzeichnung, ist die Digitalisierung, ist die Frage nach der EU-Waldstrategie. Aber die Fischerei, die spielt nicht für jeden eine zentrale Rolle in Deutschland, weil es nur einige Bundesländer sind, die damit zu tun haben, wenige. Aber wir haben den Agrar- und Fischereirat, der zusammentagt. Manchmal werden die Minister dann ausgetauscht, in Anführungsstriche, wer dann für die Fischerei zuständig ist. Bei uns habe ich beide Hüte offen. Und was brauchen wir dort in der Fischerei? Es steht einiges an jetzt, an Verhandlungen, an Fangquoten, an Hilfen für die Fischerei, wenn es um Stilllegungen geht zum Beispiel oder wenn es um den Brexit geht. Und wir brauchen eine kluge Balance zwischen Schutz der Fischbestände und auf der anderen Seite auch Überlebensfähigkeit der Fischerfamilien. Sinkende Fischbestände führen natürlich zu Einbußen. Im Übrigen die Fangquote wird dann auch immer strenger. Und der Brexit zu erheblichen Unsicherheiten. Warum ist das so mit dem Brexit? Wir haben einen hohen Anteil des Anteil der Fische, die gefischt werden, die werden gewonnen aus britischem Gewässer. Und insofern ist für uns sehr, sehr wichtig, dass die Verhandlungen von Freihandelsabkommen und die Fischerei nicht voneinander getrennt werden, sondern zusammenbleiben auch. Und die Corona-Krise hat die Absatzmärkte deutlich geschwächt. Unsere Fischbestände müssen sich erholen, müssen wir auch sagen, um unseren Fischern den Ertrag zu sichern. Wir sind auf einem guten Weg, auch das möchte ich erwähnen. Rund 80% der Bestände werden schon nachhaltig bewirtschaftet. Das hat sich verbessert. Und klar ist, Landwirtschaft wird grüner, Fischerei wird nachhaltiger. Und dazu braucht jeder auch Planungssicherheit. Und so komme ich zum Schluss. Sie merken, man hat fast 6 Monate vor Augen, die sehr schnell rund gehen, wo wir auch klar machen, dass wir verschiedene Formen des Zusammentreffens und Verhandelns auch brauchen. Es wird Zeit, dass wir uns wieder echt auch sehen. Also auch als Agrarminister. Verhandeln geht bei Videokonferenzen nicht wirklich. Dieses direkte Gespräch, sich kennen, sich mal an SMSen, sich anrufen, braucht auch immer wieder die direkte Begegnung. Deshalb werden wir auch einladen zum 20. Juli. Und am 20. Juli werden wir dann, biete ich eine Präsenzsitzung des Agrar- und Fischereirates in Brüssel an. Ich werde auch treffen, zum Beispiel den Agrarausschuss, den Umweltausschuss, werde mit Kommissaren zusammentreffen und mit vielen anderen in Brüssel und in Luxemburg. Also EU-Ratspräsidentschaft, das heißt volles Programm. Allein 6 Ministertreffen im Agrar- und Fischereibereich stehen auf der Agenda, also reguläre Treffen. Und das schließt nicht aus, dass zwischendrin noch Treffen sind. Dazu kommt eine Vielzahl weiterer Gespräche auf Fachebene mit der Kommission, dem Europäischen Parlament, den Mitgliedstaaten. Highlight, also Höhepunkt, wird sein Ende August. Es ist wirklich das letzte Augustwochenende, das informelle Treffen der Agrarminister Europas. Das findet immer in dem Heimatland statt oder in dem Land der Ratspräsidentschaft statt. Und ich lade da ein nach Koblenz in mein Heimatbundesland Rheinland-Pfalz. Und wir werden unter anderem auf die Tagesordnung auch dort das Tierwohlkennzeichen setzen. Und wir werden auch eine Exkursion haben, uns das Thema Weinbau und Digitalisierung zum Beispiel anschauen. Aber alles unter Corona-Bedingungen, das heißt, die Delegationen werden auch kleiner. Ich weiß, die Erwartungen an Deutschland sind immens hoch, nicht nur wegen des Budgets. Vieles von dem, was auf der Agenda stand, ist im Übrigen in Verzug geraten, also auf der Agenda der vorherigen Präsidentschaftsinhaber. Es gilt jetzt, die Interessen von 27 Mitgliedstaaten als Ratspräsidentschaft zusammenzubringen. Das heißt, ein ehrlicher Makler zu sein, also nicht die lauteste Stimme zu sein, nicht den Chef im Ring zu spielen, sondern Vermittler zu sein.
zwischen den unterschiedlichen Positionen. Und mein Ziel ist nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern ich will, dass wir unseren Teil dazu beitragen, zum Motto eben der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, und das heißt, gemeinsam Europa wieder stark machen. Nur ein starkes Europa kann eine starke Agrarpolitik und eine starke gesicherte Ernährungspolitik hervorbringen. Und in der globalisierten Welt werden wir nur dann Gehör finden, wenn Europa mit einer Stimme spricht und nicht in einem großen Chor. Und kein Mitgliedstaat wird alleine die globale Agenda bestimmen können. Und ich finde, ein vereintes Europa ist ein so großartiges Verdienst. Und wir haben auch die Pflicht der kommenden Generation, die nicht in dem Genuss vielleicht stehen wird oder nicht so selbstverständlich steht, wie es meine Generation war, dass Europa größer wurde und wie selbstverständlich sich gefreut hat, gemeinsam was zu machen. Unsere Pflicht ist es, das auch weiterzugeben an die kommende Generation und ihr den Boden zu bereiten. Und deshalb sage ich, eine der entscheidenden tragenden Säulen der europäischen Politik ist die Agrarpolitik. Und ich freue mich, dass sie nochmal besonders jetzt in den Fokus gerät und mit ihnen auch die vielen Bäuerinnen und Bauern unserer Landwirtschaft, die dafür sorgen, dass wir jeden Tag den Tisch auch gedeckt bekommen. Das war jetzt viel. Das ist eine Agenda, aber wahrscheinlich haben Sie auch Fragen. Genau, wir haben jetzt kurz Zeit für Fragen. Frau Jaberg, Sie haben die erste Frage. Vielleicht darf ich sozusagen durch die Bereiche ganz kurz, ich habe so ein paar Fragen, ja. Die sind aber alle sozusagen übersichtlich. Tierwohl und Nutri-Score. Frau Klöckner, da die Frage, soll das dann jeweils verpflichtend sein oder nicht? Soll das eine freiwillige Kennzeichnung jeweils auf europäischer Ebene sein? Das verbindet ja beide Fragen. GAP rechnen, ich meine, da gibt es ja nach wie vor große, große Interessenunterschiede, gerade zwischen Westen und Osten, und ja. Richtig viel ist ja nicht passiert. Rechnen Sie damit, dass jetzt unter Ihrer Ratspräsidentschaft ja. da sowas wie ein Durchbruch kommt? Mhm. Also, ne? Brexit ist das Ziel, dass deutsche Fischer weiter dann irgendwie in englischen Gewässern fischen dürfen. Und die Weinexkursion von Koblenz aus führt die auf ihr Heimatgut? Nein, wo kämen wir da hin? Da hätten Sie schon die erste Schlagzeile. Gut, also erstmal die Frage, ob die Exkursion in der Weinregion auf unser Heimatgut wäre. Also das wird strengstens getrennt. Also wir fahren nicht nach Guldenthal natürlich. Es gibt überall tolle Weingüter, und wir werden dann Richtung Winningen sein. Wir sind ja da Mittelrhein, Mosel, Rheinland-Pfalz ist ja da auch gesegnet mit 6 Weinanbaugebieten von 13. Zum Brexit. Es geht ja nicht nur darum, ob unsere Fischer dort fischen dürfen. Wir sind ja, ich glaube, 8 hochinteressierte Fischereimitgliedstaaten. Und es beruht ja auf Gegenseitigkeit. Also die Briten haben ein hohes Interesse. All das, was die Briten zum Beispiel fischen oder erzeugen, das essen ja nicht ihre eigenen Leute alles auf. Die brauchen ja auch einen Absatzmarkt. Sie haben ein hohes Interesse daran, das sehen wir an den Verhandlungen, einen möglichst ungestörten Zugang zum europäischen Markt zu behalten. Das heißt aber umgekehrt, dass das Do und Des ist, ein Geben und ein Nehmen. Und dass natürlich dann auch der Zugang zu den sogenannten britischen Gewässern auch möglich sein wird und man nicht jährlich die Fangquoten verhandelt. Ja, weil man dann auch nicht jährlich den Zugang zum europäischen Markt zu den Verbrauchern verhandelt. Dann zur GAP. Also wir sind um einiges schon weitergekommen, sehr konkret. Das ist, ich sage jetzt mal, das ist schon Schwarzbrot, gell? Also die Überschriften sind wie üblich, also je weiter man von Brüssel weg ist und von der Fachlichkeit sind, es muss grüner werden, es muss eine Agrarwende geben, nicht nur Profit. Also wir kennen das Übliche, dann gibt's Applaus, aber dann war's das auch schon. Wir müssen in die Tiefe gehen, wo es konkret wird. Und das heißt, welche Eco-Schemes, also es geht um Instrumente, Umweltinstrumente, mit welchem Geld werden sie ausgestattet werden? Werden sie vor allen Dingen verpflichtend sein? Wir sind für verpflichtende Standards, die für alle gelten und nicht in der Freiheit der Mitgliedstaaten jeweils liegen. Verpflichtende Standards, wie auch zum Beispiel nicht produktive Flächen, dass dieser Anteil festgelegt wird und verpflichtend für alle ist. Denn es wird nichts bringen, wenn die einen sich anstrengen und die anderen umso weniger. Nachher sagen wir, wie ist denn das Ergebnis? Es gibt auch ein Umsteuern bei der Evaluation. Wir wollen stärker das Ergebnis
zum Beispiel dieser Umwelt- und Biodiversitätsleistungen überprüfen und nicht uns über Prozesse nur freuen, dass alle Leute beschäftigt sind und dokumentieren und nachher haben sie vielleicht, Stichwort Cross-Compliance, gar nicht diesen Durchbruch. Also ob wir es abschließen, wir wollen weiterkommen, wir wollen eine Ausrichtung, heißt es ja, Sie kennen das, formuliert haben. Aber die komplette GAP jetzt abzuschließen, wäre, glaube ich, vermessen, sowas zu glauben, innerhalb eines halben Jahres, zumal wir gar nicht wissen, wie häufig wir uns vis-à-vis sehen und auch Nachtverhandlungen, die gehören ja dazu, machen können. Sobald Sie sich nicht sehen können, können Sie es vergessen mit den klassischen Nachtverhandlungen per Video. Sind Sie froh, wenn das Bild noch an ist, gell? Also insofern muss man da sehr realistisch sein. Deshalb haben wir auch eine Übergangszeit. Sie wissen, dass das Parlament oder dass es gestern einen Vorschlag gab und jetzt haben noch die Institutionen darüber zu entscheiden. Jetzt zum Thema Nutri-Score und Tierwohl. Stichwort Freiwilligkeit oder nicht freiwillig. Das liegt nicht in unserer Hand. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich für richtig hielte. Beim Thema Nutri-Score ist es so, dass, also es gab interessante Berichterstattung auch hier in Deutschland. Warum macht die Klöckner das jetzt nicht verpflichtend in Deutschland? Ein Blick ins europäische Recht hilft dabei. Im Übrigen gibt es keinen Mitgliedstaat, der Nutri-Score verpflichtend anwenden darf. Und das hat einen Grund, weil es diesen Rahmen nicht gibt, diesen europäischen. Und für uns war wichtig, dass wir gerade weil wir uns ja über Grenzen auch bewegen, möglichst europäisch eine Einheitlichkeit haben. Und deshalb haben wir das auch mit zu Farm to Fork, haben wir das mit gepusht, es ist drin. Und ich persönlich halte auch vor allen Dingen ein einheitliches Kennzeichnungssystem für absolut wichtig. Aber Sie wissen, ich mache da keinen Hehl draus, dass Italien das anders sieht. In Italien gibt es das Batteriemodell, in Skandinavien gibt es Keyhole. Das ist schon sehr unterschiedlich. Also wir Deutschen sind jetzt nicht immer nur die Allerbesten. Also wir müssen auch mal aus der nationalen Sichtweise des Urteilens auch rauskommen, weil andere Länder sagen, wieso ist das nur, weil es Deutschland sagt oder Frankreich sagt, jetzt das Beste. Wir werben dafür, weil wir eine Chance haben, mit dem Thema Nutri-Score dem Verbraucher eine bessere Orientierung zu geben. Und die Italiener haben Angst um ihre Pasta und Olivenöl, wie meine Kollegin Bellanova immer zum Ausdruck bringt. Nichtsdestotrotz gehe ich in Deutschland voran, weil ich nicht auf Europa warten möchte. Und deshalb haben wir das auch, es liegt bei der Notifizierung, Sie kennen das alles. Und genauso ist es mit dem Tierwohlkennzeichen. Ich kann sagen, dass zum Beispiel Dänemark und Niederlande, die bereits ein funktionierendes Freiwilliges haben, freiwillig wird immer so verstanden, als hätte man keine Ansprüche an die Tierhaltung. Das ist falsch. Das hat etwas, ist eine Rechtssystematik. Das Biosiegel ist auch nicht verpflichtend. Sonst wird es ja heißen, auf allem wäre ein Biosiegel. Und dort, wo kein Bio drin ist, wäre eine Null drauf. Wenn man Tierwohl sagt, dann muss auch Tierwohl drin sein und nicht nur Tierhaltung, egal welcher Art. Und Tierwohl ist eine Auszeichnung, mit der ich nur dann werben darf, wenn ich verpflichtende Kriterien eingehalten habe. Und da legen einige Mitgliedstaaten Wert darauf, dass es nicht verpflichtend ist. Nichtsdestotrotz sage ich, wir haben den Ball angestoßen und wir werden das Thema voranbringen, europäisch. Und das ist ein dickes Brett, aber bisher hat es noch keiner gemacht. Wir starten damit. Herr Krieg hat die nächste Frage. Ja, ich habe zwei kleine Fragen. Einmal, eine der zentralen Neuerungen der GAP ist ja das nationale Delivery-Modell, Ihr Strategieplan, den Sie entwickeln müssen. Jetzt haben ja dann 16 Bundesländer unterschiedliche Strategien. Sie müssen eine einheitliche vorlegen. Und wie wollen Sie garantieren, dass es dann anschließend auch 16 zufriedene Bundesländer gibt? Wie wollen Sie garantieren, dass alle zufrieden sind? Und die zweite Frage ist, Sie hatten gesagt, Sie wollten sich auch in Brüssel mit dem Umweltausschuss treffen. Will der denn, dass Sie sich mit ihm treffen, nachdem er die Beratungen verlassen hat? Also der Umweltausschuss hat nicht komplett die Beratung verlassen. Sie kennen das Abstimmungsergebnis und Sie wissen, was danach gelaufen ist. Also insofern, natürlich, es gibt Anfragen und Wünsche, sich hier mit der zuständigen Ministerin zu treffen in der Ratspräsidentschaft. Das ist selbstverständlich und ich werde auch die Zeit dafür haben, ganz klar. Ansonsten die Frage, wie will ich gewährleisten, dass alle zufrieden sind? Es ist ein Versuch wert.
Also die Frage ist nur, ob jemand 100% Forderungen anlegt und dann sagt, nur wenn meine 100% erreicht sind, dann bin ich zufrieden. Das bedauere ich manchmal auch in den Debatten hier in Deutschland. Es gibt auch Gruppierungen, deren Modell ist es, nie zufrieden zu sein, sondern 100% immer zu fordern, weil wenn man Kompromissfähigkeit hat, ist natürlich die Aufregung nicht mehr so groß. Und Europa wäre heute nicht Europa. Wenn jeder bei seinen 100% geblieben wäre, hätte gesagt, das ist aber meine Überzeugung. Europa gibt es nur, genauso wie wir jetzt sind. Dadurch, weil wir bereit sind zu Kompromissen, der eine zu und abgibt, aber das, die Richtung muss klar sein, wo es hingeht. Kein Rückschritt. Und wie werde ich das machen? Das ist eine intensive Aufgabe mit einem großen und guten, wichtigen Stab. Fachleute, die von meinem Ministerium in Brüssel sind oder mitreisen nach Brüssel in ganz intensiven Besprechungen. Das ganze Haus ist quasi mit der Ratspräsidentschaft beschäftigt. Und das heißt, Einzelgespräche führen und dann zusammenzuführen. Und ich will nur sagen, unsere Aufgabe ist das Vermitteln. Also das, was dann vorgelegt wird, ist ein Kompromiss, wo wir vermitteln und nicht die Position, die Deutschland alleine hat. Das muss man wissen, auch fürs Erwartungsmanagement. Ratspräsidentschaftsinhaber sind nicht die, die vorgeben, was unbedingt raus muss, also sondern es sind diejenigen, die einen Dienst erweisen, damit Europa beieinander bleibt und die Gespräche führen. Und ich werde viel in Brüssel sein und mitunter, je nachdem wie die Infektionslage ist, dann auch in einzelnen Ländern, um sie ein bisschen zu bewegen. Ich weiß schon relativ viel jetzt, muss ich sagen, durch die Einzelgespräche, die Einzelpositionierungen der Mitgliedstaaten, die hängen aber auch von den einzelnen Ministern ab. Es ist dann nicht ganz einfach, wenn zwischendrin Ministerwechsel da sind, wie jetzt zum Beispiel in Irland, das ist jetzt Michael Creed, ein sehr toller Kollege, auf den man sich sehr, ein sehr kluger Kollege, der jetzt leider nicht mehr im Amt ist. Wir haben jetzt Barry herzlich willkommen geheißen zu seiner ersten Sitzung und dann werden wir uns jetzt wieder irgendwie kennenlernen müssen. Gell? Aber gut, ist eine schöne Aufgabe und ich sage es wirklich im Dienste von der Gemeinsamkeit.